Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht's um mein Leben in Kaff City von Bernhard Hegemann. Ich habe das Buch aus dem Secondhand-Laden und habe 1 Euro dafür bezahlt. Und immer wenn ich auf das Cover gucke, denke ich im ersten Moment, es handelt sich um eine Strandszene. Und ich weiß nicht, wieso ich das denke. Aber ich denke jedes Mal, dass hier unten das Mehl wäre so dieser Schaum, der manchmal am Strand ist, wenn dann die Wellen so, ne? Da habe ich auch mal so ein bisschen Schaum am Strand. Und jedes Mal denke ich, es ist eine Strandszene, obwohl ich im Coming Soon Video explizit gesagt habe, es handelt sich hierbei um Keksteig. Ich weiß nicht wieso, aber es ist immer noch so. Mein Gehirn kommt mit diesem Cover nicht so richtig klar. Ich denke jedes Mal, es wäre ein Strand, wo jemand ein Herz reingemalt hat. Ist es aber nicht. Es ist eine Holzplatte mit Mehl, wo Keksteig drauf liegt, wo jemand ein Herz reingemalt hat. So, nur um das nochmal klarzustellen. Falls ihr vielleicht auch verwirrt wart. Ich glaube nicht, bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der das so gesehen hat. In mein Leben in Kaff City geht es um Julian. Julian ist gerade vor ein paar Monaten mit seinen Eltern aus München weggezogen. Nach, ich vergesse immer, wie das hieß, Schneidling, glaube ich. Warte, Schneidsing. Ja, Entschuldigung. Nach Schneidsing, was auch in Bayern ist, aber ist halt jetzt nicht so die Mega-Metropole, sondern eher ein Kaff. Deswegen auch der Titel des Buchs. Und seine Eltern haben beschlossen, dass dieses Jahr nicht weggefahren wird in den Ferien. Der Umzug war recht teuer und die Eltern haben ein Busunternehmen. Sie sind saisonabhängig und jetzt ist gerade Reisesaison und deswegen können sie sowieso nicht weg. Ja, Julian ist davon jetzt nicht allzu begeistert, zumal das Wetter dieses Jahr irgendwie nicht so richtig mitspielt. Also es regnet die ganze Zeit, sagt er zumindest. Ja, und dann ist da noch dieses Mädchen, das er verliebt ist, die Philippa. Die arbeitet ab und zu mal bei ihren Eltern in der Bäckerei mit. Und er versucht dort immer mal reinzuschauen, ob sie wieder da ist. Die ist nämlich gerade im Urlaub mit ihrem Onkel. In die hat er sich vor kurzem verliebt und sie ist so alles, woran er eigentlich denken kann. Und er findet es natürlich sehr schade, dass sie jetzt gerade nicht da ist. Ja, und dann ist er irgendwann völlig verwirrt, denn ein anderes Mädchen aus seiner Klasse, die Gerdi, die sich jetzt in letzter Zeit sehr verändert hat, sie ist nicht mehr so, sie hat keine Brille mehr und nicht mehr so das brave Mädchen, sondern sie hat jetzt kurze Haare, keine Brille mehr und schminkt sich. Also sie sieht ganz anders aus als noch vor ein paar Wochen und er weiß nicht so richtig, was gerade los ist. Die hat ihn auf jeden Fall auf eine Party eingeladen, zu der er auch hingeht. Was soll er auch sonst machen? Er ist ja quasi in Schneidsing eingesperrt, sozusagen. Er kann dort ja nicht großartig weg. Deswegen geht er dorthin. Aber irgendwie ist außer ihm niemand da. Und plötzlich versucht Gerdi ihn zu küssen. So, also das, worum es grob in dem Buch geht. Und das Buch spielt über mehrere Tage hinweg und zeigt uns Julians Gefühlschaos sozusagen. Julian hat dabei einige sehr, meiner Meinung nach, wichtige Fragen, die er so in den Raum stellt, die ich sehr spannend fand, wie er sie dann für sich sozusagen beantwortet. Wir haben einige sehr spannende und auch sehr witzige Begebenheiten, die wir hier im Laufe der Zeit miterleben, was ich sehr angenehm fand. Ein bisschen merkt man dem Buch aber an, dass es etwas älter ist. Es kam nämlich raus, zumindest meine Ausgabe, ich muss mal gucken, ob hier drin steht, ich glaube, es kam vorher schon mal raus, aber ich bin nicht ganz sicher. Weil das ist eine Sonderausgabe. Also hier steht jetzt 2009. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aus welchem Jahr meine Ausgabe ist. Egal, auf jeden Fall merkt man dem Buch schon ein bisschen an, dass es etwas älter ist. Es hat irgendwie noch nicht jeder ein Handy zum Beispiel. Es gibt schon Handys. Es gibt Personen im Buch, die haben Handys. Aber der Julian zum Beispiel jetzt nicht. Und der Julian ist 13 Jahre alt. So. Also heutzutage haben die meisten dann schon ein Handy in dem Alter.
Hier ist es aber halt noch nicht so, da wird halt angerufen. Ich glaube auch, seine Eltern haben, glaube ich, auch keins. Das ist aber auch so irgendwie das Einzige, woran man eigentlich merkt, dass das Buch etwas älter ist. Abgesehen davon, dass hier Robbie Williams noch als Sexsymbol gilt, was, glaube ich, heute da auch nicht mehr ganz so sehr ist. Aber ich fand es ziemlich authentisch, es hat mir gut gefallen, ich bin sehr gut durchgekommen. Ich fand Julian als Charakter unheimlich niedlich, nachvollziehbar und realistisch dargestellt. Ich fand es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Es gab jetzt nichts an dem Buch, wo ich gesagt habe, also das fand ich jetzt total blöd. Ich fand, dass es ja, eine realistische Wiedergabe von ein paar Tagen im Sommer ist, wo irgendwie alles im Leben eines Jugendlichen halt durcheinander geworfen wird und schief geht und nicht so ausgeht, wie er sich es vorgestellt hat. Ich fand es cool, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Aber damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Mir hat das Cover ja schon gefallen, diese Strandszene fand ich ja damals schon. Deswegen habe ich es ja mitgenommen. So, ansonsten, das Buch hat insgesamt 160 Seiten, ist relativ große Schrift, also es ist jetzt eigentlich weniger als es klingt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und es steht nicht da, wie viel es normalerweise kosten würde. Ich habe, wie gesagt, 1 € dafür bezahlt, ist aus dem Verlag Sonderausgabe. Gibt es hier überhaupt einen Verlag? Ravensburger Buchverlag. Okay, das stand jetzt hier irgendwie gar nicht dabei. Es steht nur so ganz klein plötzlich da. Ich glaube, es ist der Ravensburger. Ich bin mir relativ sicher, dass es der Ravensburger Buchverlag sein soll. Also ich habe nicht bereut, dass ich es gelesen habe. Ich fand es echt ganz cool. Mir gefällt das Cover auch immer noch. Ob es nur Keksteig ist oder Sand, ist mir egal. Ein was gab's. Stimmt, aber das hat nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern es war wieder ein Fehler im Klappentext. Weil hier steht nämlich, dass ein Freund von Julian Benny heißt. Benny mit I hinten. Im Buch selber wird Benny aber mit Y geschrieben. Das ist jetzt nicht so der Mega-Unterschied, aber mich stört sowas immer, ehrlich gesagt. Weil ich mag das nämlich auch nicht, wenn mein Name irgendwie verunglimpft wird. Wenn irgendjemand meinen Namen anders schreibt, als ich möchte, dass er geschrieben wird. Und wenn ich Benny wäre. Und ich würde hier auf dem Klappentext sehen, dass mein Name mit I statt mit Y drin aufgeschrieben ist. Da würde ich durchdrehen. So. Ich weiß, Benny ist jetzt keine lebendige Person wahrscheinlich, aber mich hat es getriggert. So. Punkt. Aber ich glaube nicht, dass der Autor was dafür kann, sondern Ravensburger Verlag. Ich weiß nicht so genau. Irgendjemand, der den Klappentext geschrieben hat. Es muss ja nicht zwangsläufig der Autor sein. Ja, das ist mir aufgefallen. Das wollte ich noch anmerken, aber ansonsten habe ich nichts weiter Negatives zu dem Buch zu erzählen. Deswegen würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann halt nächste Woche bei der nächsten Buchstellung. Bis dann.